Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. Weiter geht es. Eine Bronzeplatte haben wir schon fertig, wir brauchen aber noch mehr. Wir brauchen mehr Bronzebarren, wir brauchen mehr Bronzeplatten. Wir werden mal weiter fertigen. Wir werden noch Kupfererze reinpacken. Noch ein Bronzebarren. Sehr schön, hier sind auch 20 drin, das ist wunderbar. Packen wir noch mal ein bisschen Holz nach. Hartholz dealen. Jetzt können wir hier noch entsprechend eine weitere Bronzeplatte schneiden lassen. So. Hier haben wir wieder eine neue Mission. Marthas Lieferung. Ich würde aber ganz gerne den Fischeintopf zubereiten. Aber gut, wir gehen erstmal zu Martha, wenn sie was möchte. Ist ja kein Problem. Mein Helferkomplex sorgt dafür, dass ich erstmal anderen helfe. Sophie. Hallo. Sophie zu Martha, alles klar. Oh, I remember. I was waiting on an order from Martha. Zurzeit geht's den beiden nicht gut, na klar. Zurzeit. Wer würde mir denn... Wie die alle aggro sind. Gehen die raus? wer kann denn kochen? Er meinte, ich brauche ein Kochset. Vielleicht sollte ich mal einfach bei den Läden vorbeischauen und gucken, was die so anbieten noch als Gegenstände. Es gab mal 13 Uhr, sieht aus einfach wie dunkel. Wie absolute Dunkelheit. Dim, dim, dim. Na, es sind nur Blumen. Guten Tag, Martha. Oh, welcome. Sophie's wondering about her order. Oh no, I totally forgot. I've just been so busy lately. She ordered 8 fruit tarts, but fruit I'm out of tarts? Ingredients for that. If I give you the recipe, could you make some and deliver them to her? Sure thing. Thank you so much. It's egg, milk, and some fruit. Any fruit will do. Ein bisschen behindert? Pilzpfannkuchen mit Fruchtsoße. Das ist ja voll widerlich. Aber wer könnte mir sowas wie ein Kochset verkaufen? Straßenlaterne können wir da kaufen für. Können wir damit craften danach. Krankenhausbett, Traumlampe, Kristallstunde, das Kristallstatue. Und dann können wir uns die Wiege kaufen. Fürs Kind. Alter, wer hat denn was mit Futter zu tun? So viele Leute gibt es hier gar nicht. Django höchstens, aber der verkauft halt nicht. Der bereitet nur zu. Billig Limo. Hey! Emily's been asking me. Goodbye! So, ich will vielleicht noch mit Dava sprechen, aber keine Ahnung, wer der Typ ist. Ich weiß auch gar nicht mal, wie ich die Mission angenommen habe. In Ordnung, wir sind Obsttorten machen. Ich habe sogar nur 7 Tage dafür Zeit. Du kannst welche kaufen oder selber machen. Ich würde sie eher lieber kaufen. Ich weiß auch nicht, wo ich das machen soll. Am Mixer vielleicht? Hätte mich gewundert. Unwahrscheinlich am Arbeitstisch. Und da habe ich gar keine Möglichkeiten mehr. Brauche ich ja eine Küche. Erstmal eine ordentliche. So, Kürbis erledigt. Auf geht's wieder zu Baumwollsamen. Zack. Können wir im Bauernladen nochmal kurz vorbeigucken. Ob da was gibt, was ich brauche. Fischeintopf. Ach, kochen ist widerlich.
Das ist doof. Ich muss die Torten zur Not auch kaufen. Wir sollen Obsttorte machen. Kürbis ist kein Obst. Zimt. Kürbis können wir verkaufen. Gift können wir verkaufen. Ich möchte tatsächlich Gift kaufen. Gift kaufen. Tja, hier also auch nichts. Das ist ja bedauerlich. Aber hier habe ich ja dummerweise ein Zeitlimit. Ist ja schade. Ich weiß nicht, bei dem anderen kein Zeitlimit. Deswegen können wir das erstmal außen vor lassen. Okay, wo ist der Typ? Wo ist dieser Dava? Soziales, kann man irgendwo sehen, wo der wohnt vielleicht? Da war. Iva, Liuva, da war. Ach, Baumschule. Ich habe ja nichts getan. So. Dann gehen wir mal hier hin in der Hoffnung, er ist da. Und wenn nicht, weiß ich nicht, wo ich nach ihm suchen soll. Da ist da aber. Hi. I saw the diagrams for the DDs. They're so. Ach, komm schon. Sagt mir tatsächlich nichts. Ich habe zwar alle Zutaten dabei. Ich hätte mir das vielleicht, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Kein Plan. Müsste ich mir vielleicht mal ein bisschen nachgucken. Er hat irgendwas mit Kochset gesagt. Aber I don't know, was das bedeutet. Also wie Obsttart. Was soll ich damit machen, Alter? Ich kann ihn nicht kaufen. Aktuell kann ich sie zumindest nicht kaufen. Höchstens in Marthas Bäckerei. Aber die hat sie ja nicht. Die hat mich ja damit beauftragt. Oh, war ich das schon ein bisschen strange. Vielleicht mache ich erstmal die erste Haltestelle. Kümmere ich mich vielleicht erstmal darum. Macht vielleicht erst aktuell ein bisschen mehr Spaß. So. Bronzeplatten. Zweimal das ist bescheuert, Alter. Ist das ein Käse? Käse. Hartholzdielen. Oh, noch weitere Hartholzdielen machen. Okay. Wahnsinn. Das heißt, wir gehen, weil wir Kupfererz brauchen. Das ist 17.13 Uhr, das passt schon. Wir gehen jetzt doch wieder in die Mine rein. Und graben dort einfach nur straight nach Erzen. Das kostet ja auch kaum noch was. Ach, Manno. Ich grabe mir einfach straight nach unten, wenn ich irgendwas finde, ist doch super. Alter, die geben mir nicht was Neues, die geben mir mein selbes scheiß Loch wieder. Bescheuert. Wobei, das ist ja eigentlich auch egal. Ich kann mal ein bisschen suchen. Ansonsten brauche ich Kupfererz. Kein Kupfererz. Da auch noch Stein. Kein Kupfererz, ne? Aber weißt du, dann können sie mir wenigstens
ein frisches Ding geben, wenn ich 200 dafür bezahle. So, das nochmal 20 bezahlen. Das andere sah auch total hässlich aus. Hier ist auch nichts gefühlt, oder? Ich sehe nur Steine. Ich sehe kein Eisen. Ist das Eisen? Ah, Kupfer. Meine ich ja. Also hacken wir die hier ab. Eine Datendisk. Uff, so viel Kupfererz. Nice, Level 22 erreicht. Prozent weniger. Weiß nicht genau. Bin noch unsicher. Ist Mangan? Mann, der ist einfach noch Stein. Kupfer! Ja, davon mache ich super viel. Also ich habe mit Kupfer ich meistens das größte Problem. Dass ich davon einfach gar nichts habe. Aber er kriegt ja mit jedem Hack 4 bis noch mehr. Und ein Brillenglas bekommen, nice. Zack, ein riesiges Loch werden wir hier schaufeln. Auf eine Datendisk. Etwas Zinnerz. Ah, oh, schon wieder nichts mehr hier. Alter. Ah, wie das aussieht. Ein Landpflegedatenchip 2. Ich brauche nicht mal mein Dings nutzen. Ja, das reicht aber immer noch nicht. Das ist schnell weg. Nochmal Zinn, oder? Ein riesiger Krater, ja. Okay, da drüben oder was? Oh, da war auch nicht allzu viel. Gut, dieses Bräunliche brauche ich, gut zu wissen. Oh, da hätten wir zwar noch was, aber ich will zu einer anderen Stelle. Hier, zum Beispiel. Nice! Zinnerz kriegen wir auch noch mit dazu. Hier haben wir das, ja. So riesige Löcherbuddel. Kann das Kupfererz auch bitte mal bis zum Grund des Bodens gehen? Das wäre nice. Genauso wie hier. Einfach, damit ich mich straight nach unten buddeln kann. Gehen wir auf. Nächstes Loch. Let's go. zehntausend Kupfererz will ich haben. Damit ich hier nicht mehr so schnell wieder rein muss. Genau wie Zinnerz, ja, ist auch wichtig, um diese Legierung zu machen. So, Alter. Was ein Riesenloch, ey. Nice. Noch eine Datendisk. Auch wieder wichtig, weil ich habe auch nicht mehr so viele gehabt, muss man nochmal dazu sagen. Meine Datendisks haben sich langsam dem Ende geneigt. Das ist schon wichtig, ab und zu mal wieder hier reinzukommen. Und nach 9 Discs zu graben. Ah, einfach so, einfach nach unten. Passt doch wunderbar. Die Musik ist auch beruhigend. Ach, komm hoch. Ich flieg einfach mal nach unten. Weit nach unten. Ah, ich muss natürlich auf meine Ausdauer aufpassen. Die wird uns stark limitieren. Oh, es ist schon 24 Uhr. Okay, wir werden das Loch noch zu Ende graben hier. Nach unten. Da ist Ende. Noch eine Datendisk geholt. Das ist super.
So, und dann gehen wir auf zum Ausgang. Damit haben wir jetzt 674 Kupfererz. In der Hoffnung, das ist das, was ich brauchte. Manchmal brauche ich Eisen, manchmal brauche ich Kupfer, manchmal brauche ich Zinn, manchmal brauche ich dies und das und Ananas. Und dann, ja, aber für die Bronzeplatten müsste ich, glaube ich, das Eisen, Zinn und Kupfer habe ich, glaube ich, gebraucht, ne? Die Bronzebarren. Ja, sehr gut. War noch ein paar fertigen davon, die über die Nacht verarbeitet werden können. Und damit sollten wir auch genug haben. Yay, erste fertig. Yay, erste fertig. Und die nächste Töftefaltestelle. Ja. Okay, wo werden wir die hin platzieren? Auf jeden Fall. Zu dieser Forschungsstation. Unbedingt. Wir können ja jetzt mal gucken, ob wir... Den Transporter haben wir ja abgegeben. Ob wir jetzt schon uns transportieren können, wenn wir zwischen der Forschungsstation und dem Haupteingang die Haltestelle haben. Weil er hat davon gemeckert, dass er keine andere Haltestelle hat. Weil, was ich gar nicht verstehen kann, weil da hinten beim Angelding, das ist ja eine gewesen. Platsch. Wenn es mehr als eine Tür... Kannst du von einer... Nice. Das ist das Spiel, soll ich einfach hinlegen. Ach, komm schon! Ah, ich schaff das bis Dings nicht mehr, glaube ich. Man kann es nicht nutzen jederzeit. Ja, logisch, weil du brauchst natürlich einen Transporter. Mann. Ah, das schaffe ich, okay. Was ich auch noch sinnvoll fände, dass das logisch ist, weil wenn ich jetzt um 3 Uhr ins Bett gehe und um 7 Uhr wieder aufstehe, dürfte meine Ausdauer nicht um 100% aufgeladen sein. Ist er aber. Soweit ich das mitbekommen habe. Das ist zum Beispiel auch noch was, um es einfach realistischer zu machen. Hast du Pech, gehst du zu spät schlafen, kannst du nicht Ausdauer generieren. Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 10% pro Stunde oder so aufladen? Jetzt bin ich wieder voll, weißt du? Ich bräuchte hier irgendwo Notizen. Hinzufügen, nee, ich will keine, ich hätte ganz gerne so einen Notizblock. Das wäre auch noch wichtig, einen Notizblock zu kriegen. Vielleicht brauche ich einen Notizblock, um Notizen aufzuschreiben. So, was hatte ich damals gesagt? Notizblock ingame, Ausdauer im Bett, jede Stunde 10% generieren. Ich muss das außerhalb jetzt schreiben, das ist halt dummerweise so, aber das ist dann halt so. Vorschläge, my time at Portia. Und irgendwas hatte ich ganz am Anfang geschrieben gehabt, gesagt gehabt, was mir gesagt, okay, das wäre halt sinnvoll. Aber ich habe es vergessen tatsächlich. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung mehr. Ich muss noch mehr Faserstoff machen. Reicht noch nicht. Ich habe zwar 6 jetzt für den hier, aber dann fehlen immer noch 6 für den anderen. Da muss ich irgendwo wieder Fell sammeln. So, ach ne, reicht schon. Alles gut. Dann hätte ich mir doch sparen können. Gib mir Bronzebarren. Es sind zu wenige, weil ich auch nur wenige Stunden geschlafen habe. Ich habe 3. Ich brauche ganz viele. So, hier werden wir noch die anderen Bronzeplatten machen lassen. Ja. Na guck mal, ich gebe wieder die Belohnung für das Inspizieren. Vom Rathaus. Das jährliche Port der Kampfkunstturnier findet an diesem Freitag und Samstag statt. Wenn du interessiert bist, dann zeig uns deinen Kampfkasten registriert. Die Registrierung läuft Mittwoch und Donnerstag. Von der Handelsgilde. Mundharmonika Energiestand Härtungsflasche. Gestern hast du bei der Inspektion der Produkte auf Fehler hervorragende Arbeit geleistet. Jo, weiß ich. Vielen Dank. Eine Mundharmonika. Widerstand plus 12%. Achso, die kann ich anlegen. Das ist ein Item. Nee.
Die packe ich mal rein in die Kisten. Wir wollten uns auch noch mehr mit Kisten machen, aber da ist gerade meine Dings ist blockiert. Was haben wir hier? Landpflege Datenchip. Aktiviert Ex-Tiere-Futtern-Funktion. Aha. Hab ich den Faserstoff wieder weggemacht? Ich trottel. Packen wir den mal hier mit rein. Ach ja, die schöne Waffe. Kann sie aktuell nicht nutzen. Keine entsprechenden Gene dafür da. Heute ist wieder Montag. Das heißt, heute kann ich wieder eine neue Mission der Handelsgilde annehmen. Ja, wir gehen auch gleich mal zur Forschungsstation. Ich weiß gar nicht, ob die schon mittlerweile fertig sind mit meiner Forschung. Weiß ich gar nicht mehr genau. Also nur noch ein Töftrash-Transporter, will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. 6 Leder, 7 Kristallhalsketten, 8 Faserstoff, 6 Hartholztieren. Was bringt mir das meiste Gold? Tatsächlich das hier, 7 Kristallhalsketten. Das ist aber das teuerste, glaube ich. Hartholztieren habe ich auf jeden Fall. Let's go. Nehmen wir mit. Das ist einfach so heftigen Vorsprung, ist ja Wahnsinn, ey. Eine Drachensuppe. Dann habe ich einfach Bock, den Töff-Töff-Transporter auszuprobieren. Hoffentlich geht das jetzt. Okay, Animation dauert auch zu lang. Aber es ist okay. Es dauert trotzdem die Zeit, aber du sparst dir die Zeit, weil du deine echte Zeit sparst du dir. Hello. Our research is almost done. If everything. Ah, okay. Okay, okay. Dann forschen die aktuell noch, das ist gut. Hätte ich gedacht, hier gab es eine Haltestelle hier hinten. Und das kann ich hier gar nicht nutzen. Okay, 2 Haltestellen sind fertig. Sehr nice. Ich höre wieder nur von 8 bis 18 Uhr oder so. Danke, hau rein, Bruder. Einfach mal das machen, was ich schon die ganze Zeit machen wollte. Und zwar Bäumchen fällen. Um da einfach das Holz zu bekommen. Voll auf die drauf. Ich werde nur die dicken großen haben. Aber der ist nicht dick gewesen. Das ist ein normaler. Der sieht nur so dick aus. Der war deutlich schneller abgehackt. Der hier müsste dicker sein, ne? Auch nicht. Ja, jetzt die neuen Geräte. Das ist ein dicker. Die neuen Gerätschaften, die kosten halt alle sehr, sehr viel Holz. Weil gerade der Ofen. Da muss ich ab und zu mal wieder was nachholen. Zehn Hits brauche ich. Und hier nochmal 6, 5, 5. Und das sind Apfelbäume. Gegen kann ich höchstens treten, das ist nicht verkehrt. Einfach mal die Äpfel kriegen, die hier runterfallen. Weil die Äpfel brauche ich ja für die Tarts. Echt, 2 Aroma-Äpfel, glaube ich, sind da hinten runtergefallen. Ne, ganz normale Äpfel nur, okay. Fällt noch was runter. Dann nehmen wir den Bäumchen, den Baum noch mit dazu. Und glaube ich, reicht es auch schon wieder an Holz. Wo vielleicht die beiden Bäume noch treten. Uhr, auf zum Kirchdienst, auf zum Gottesdienst. Aber es ist Montag. Oh nein, Apfel, nice. Habe ich noch den Punkt ready? Habe ich sogar noch. Ja, vielleicht vorher machen sollen.
16%ige Chance auf doppelte Beute. Schon sehr praktisch, gerade wenn ich Holz brauche. Ach, nischt hier. Die Zottelmähne nehme ich noch mit. Und dann geht's auch mit der TÜV-TÜV-Station zurück. Falsche Richtung, Freund. Das ist natürlich sehr nice. So, Faserstoffe, Hartholzdielen, Bronzebarren, Benzin ist schon wieder aufgebraucht. Neue Bronzeplatten fertig. Ich weiß nicht, ob ich noch welche brauche. Ja, ne? Glaube schon. So, ich weiß nicht, ob ich hier noch welche brauche. Ein paar Bronzerohre. Und hier noch einen. Ich craft einfach so ein bisschen was. Ich brauche Rohre, ich brauche Platten, ich brauche die Holz, ich brauche den Faserstoff und irgendwas habe ich, glaube ich, noch gebraucht. So, das heißt, die Bronzeplatten brauche ich jetzt nur noch. Ah ja, Fleisch steht da fertig. Ach, den Grill vergesse ich immer, der ist einfach hinter meinem... hinterm Haus. Wir sind jetzt bei 26 Minuten in der Folge. Aber der Tag ist noch etwas länger. Die Frage ist, was machen wir in der Zeit? Wir gehen mal wieder zur Martha und gucken, ob sie uns Obsttorten verkaufen kann. Ich wüsste sonst ehrlich gesagt nicht, wer mir das sonst verkaufen könnte. Wir sind halt ordentlich, also andere Lebensmittel. Sonst bin ich irgendwie ziemlich am Arsch, wenn ich die Mission nicht mache. Hi. Goodbye. Hi, goodbye. Ach. Ja, logisch. Hätten wir abgeben können. Haben wir nicht gemacht. Schade, schade. Gut, dann gehen wir die Mission noch ab bei der Baumschule, ja. Hey, ich war doch da gewesen, er hat doch keinen Ausrufezeichen gehabt, oder? Nicht, dass ich wüsste. Orin! Achso, wahrscheinlich, weil ich sie noch nicht im Inventar hatte. Der Adit. Nicht schlecht, ist dein Lohn, danke, kein Ding. Wieder 14 Ruf ihm gegenüber dazu. Können wir mal das Soziale angucken. Ja, langsam. Kleidung. Okay. Händig manchmal Geschenke aus. Erhalte Hilfe mit häuslicher Arbeit im Sammeln von Ressourcen. Außerdem auf Sophies Bau 50% Rabatt. Nice. Nice, nice. Wo haben wir sonst noch ganz gute Connections? Ja, sonst eher weniger, ne? Alle noch Fremde. Widersacher. Bleibt in deinem Zuhause, behandle sie wie Familie. Keine. Dings, Nemesis. Sendet manchmal Geschenke per Post, händigt manchmal Geschenke aus. Und Scraps haben wir auch noch. Bei Abschluss einer bestimmten Mission bleibt er in deinem Haus und behandelt dich wie die einzige Person, die er vertrauen kann. Auch sehr süß. Es ist herrlich, hier nicht mehr selbst laufen zu müssen. Dauert zwar 12 Minuten, aber es dauert ja so oder so auch. Mit dem normalen Rennen. Muss wir uns einfach unsere Lebenszeit sparen. Und dafür haben wir die ja gebaut. Na? So, Bronzeplatten brauchen wir noch. Dauert sicherlich noch ein bisschen. Wieder neue Bronzebarren fertig. Und der braucht einfach Ewigkeiten. So, Hartholzdielen. Dauert einfach alles eine Weile, ne? Kann man nichts machen gegen. Bronzeplatten brauchen wir noch zwei, dann haben wir das nächste fertig. Und morgen kriegen wir wieder ein neues Rezept. Was brauche ich, der einfache Ofen? Marmor, den Bronzeplatten, Steinhock, eigentlich auch relativ einfach. Ah, Bronzeplatten halt wieder. Super nervig.
Oh. Na, wir haben eigentlich die Zeit rum. Aber es passt in der Ingame-Zeit halt noch nicht. Noch nicht so richtig. Ich sage, hacken wir einfach noch ein paar Bäumchen ab. Oder gehen einfach Gegner bekämpfen. Können wir auch machen. Einmal ein paar Marienkäfer killen, um blaue Schals zu farmen. Mein Charm ist ja wieder mittlerweile stärker geworden. Und wir kriegen Faserstoffe, auch wichtig. Ich muss gleich Frau Marienkäfer spawnen. Ich spawne ja gar nicht mehr. Habe ich euch kaputt gemacht? Wir wollten? Schon, das wollte ich letztes Mal auch machen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, eigentlich nicht. Machen es trotzdem. Alter, der rennt gegen eine... Warte, ich helfe dir mal. Okay. Er hat es schon geschafft. Diese Panda-Mäuse hatten wir letztens hier hinten, ne? Ah ja, hier liegt noch mein Zeug. Zinderz. Kupfererz, nice. Ja, diese Panda-Mäuse, die fliegenden A-Bets. Hier wollte ich nämlich weitermachen. Abgenutztes Fellfleisch. Zähne, Mausflügel. Hier wollte ich nämlich weitermachen. Das stimmt, da erinnere ich mich. Sind wir einfach irgendwo hängen geblieben. Der Bossgegner, der gleich noch kommt. Schlafen alle. Ich kenne Bossgegner mehr, oder? Ist ja Wahnsinn. Wir schauen hier oben noch lang, was es hier noch so gibt. Auf Brücke kriegen wir die restlichen auch noch. Und dann bin ich happy. Dann ist es auch schon spät. Ein zerstörter Aufzug, das ist ja schade. Da ist eine Kiste auf der anderen Seite, aber da komme ich eh nicht hin, über meinem Kopf direkt. Aber da komme ich ja noch nicht hin. Der hat Eier, ey. Na gut. Das reicht dann auch. Eine Schlimmkrabbe. Ich denke mal, das ist ein riesiger, fetter Gegner, aber das ist einfach nur ein Bär, ein NPC. Auch die Gegner sind NPCs. Hier ist die Haltestelle, die meinte ich eigentlich. Das finde ich komisch, dass ich die nicht nutzen kann. Dass die ja dir grundsätzlich im Spiel existierte. Das ist einfach nur ein Wegweiser. Ha, ist ja gar keine Haltestelle. Ich Mongo. Was haben gar keinen Bock mehr zu spawnen, ne? Weder Frau Marienkäfer noch das fette Lama. Da ist er. Etwas verspätet vielleicht. Da ist es. Ich mache mal gar keinen Damage. Alter, ist ja voll nutzlos. Mal auf damit. Danke. Die Waffe ist ja voll scheiße. Ah, lege ich dann gleich wieder ab. Oh, der heilt sich. Alter, auf dich zu heilen. Der hat die Argo verloren. Der ist zu weit weg von seinem...
und seinem Gehege ist. Schiebe ich dich mal wieder gerne dahin, ist kein Problem. Okay, die Waffe ist nicht so geil. Es ist natürlich cool, eine Schusswaffe zu haben. Weil ich natürlich jetzt ein bisschen Loot verloren habe, ist dann halt so. Triangel Sonnenbrillen. Stilvoll und sonnenabweisend. Gut, kriegen wir hier noch ein paar. Und let's go. Oh, Marienkäfer wieder da. Oh, hat so keinen Bock. Gut. Damit haben wir auf jeden Fall, ja. Noch ein bisschen was Sinnvolles gemacht. Geschaut, was da hinten noch ist. Ein paar Fledermäuse gekillt. Ein bisschen Fleisch wieder mit. Können wir uns auf jeden Fall dann wieder demnächst der Kläranlage Level 3 widmen. Kläranlage, glaube ich. Und sortieren wir alles hier rein. Die Fledermausflügel kommen rein, das da kommt da rein. Und natürlich Faserstoff und Co. Muss ich halt nochmal kurz. Achso, die Waffe wollte ich mit reinpacken. Und so wie das Gift. Braucht man ja tatsächlich nämlich nicht mehr. Jetzt muss ich aber wieder die Faserdinger finden. Die Faserstoffe, die ich brauche. Ich glaube, die war leer, ne? So, die können hier rein. Da haben wir sie. Sehr schön. Gut, damit kann der Tag beenden und wir machen an der Stelle auch eine kleine Pause. 37 Minuten waren es jetzt gewesen. Wir machen ein kleines Päuschen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.